Hallo ihr Lieben, die Demonstrationskarte füllt sich wieder. Immer mehr Leute aus Mecklenburg-Vorpommern gehen auch aufgrund der explosionsartigen Energiepreise auf die Straße. Denn hohe Energiepreise treffen nicht nur Privatpersonen, die zunehmend Probleme bekommen, ihre Gasrechnungen zu bezahlen. Hohe Energiepreise betreffen vor allem auch die Unternehmen, die zwangsläufig den Preis ihrer Waren erhöhen müssen. Das heißt, unser ohnehin schon gemarteter Geldbeutel wird noch mehr ausgeschlachtet, weil durch die erhöhten Energiepreise praktisch alles teurer wird. Nun kommen wir aber auch zu einer guten Nachricht. 72 Mitarbeiter des NDR in Kiel haben einen Brandbrief an ihre eigenen Chefs geschrieben. Die Journalisten werfen ihren Chefs Hofberichterstattung vor, bei denen politische Themen gefiltert, gelenkt und zensiert werden. Wir freuen uns über die mutigen Journalisten, die unabhängig berichten wollen, aber es anscheinend nicht dürfen. Und wenn ihr auch für unabhängigen Journalismus seid, dann geht mit uns gemeinsam in folgenden Städten Mecklenburg-Vorpommerns auf die Straße. Ich bin eine kluge Beraterin und hab meine Finger überall drin. Ich kenn stets die beste Strategie, grad jetzt in der Pandemie. Ob Tagesschau oder BMI, ob Tagesspiegel oder RKI, was ich allen rate, egal was geschieht, pack ich in ein kleines Lied. Ein bisschen lügen, ein bisschen fremen, die Leute werden es euch abnehmen. Ein bisschen lügen, ein bisschen schönen, ein bisschen schummeln, das wünschen sie. Ein bisschen lügen, ein bisschen täuschen und was nicht reinpasst, einfach wegstreichen. Ein bisschen lügen, ein bisschen fälschen, die große Mehrheit, die merkt das nie. Ich hab eine Kundin, der Name geheim, ihr Auftrag, der lautet, sie will Kanzlerin sein. Mit dem Lebenslauf ist das aber recht schwer, darum empfahl ich ihr. Ein bisschen lügen, ein bisschen fremen, die Leute werden es euch abnehmen. Ein bisschen lügen, ein bisschen schönen, ein bisschen schummeln, das wünschen sie. Ein bisschen lügen, ein bisschen täuschen und was nicht reinpasst, einfach wegstreichen. Ein bisschen lügen, ein bisschen fälschen. Und jetzt Folgendes. Wir müssen aufhören, uns gegenseitig ständig den einen oder anderen Satz nicht zu gönnen. Der hat was Falsches gesagt, der ist nicht richtig, der passt nicht zu meiner Organisation. Hört auf damit. Wir müssen geschlossen sein. Wir müssen ja nicht einer Meinung sein. Wir müssen nicht die besten Freunde sein. Wir müssen nicht jeden Tag ein Bier saufen. Aber es geht hier um uns.